So, da sind wir dann wieder. Und ich habe schon überlegt, das Dach, das müssten wir jetzt ja eigentlich aus dem dunklen Holz bauen. Hier aus dem Pinienholz. Damit wir dann wirklich schöne Kontraste haben. Und auf der Seite... keinen Fallschaden bekommen. Habe ich 22, das sollte reichen. Der Seite wollten wir ja so einen kleinen Weg machen dann. So. Leuchten können wir dann später richtig. Nur hier schon mal auf die Ränder drauf. Dahin. Hier hatten wir immer 3. 2, 3. So. Ups. So, bevor wir jetzt weitermachen, holen wir uns, denke ich, erstmal mehr Holz. Denn sonst kommen wir hier jetzt auch nicht weit. Und wir könnten eigentlich auch theoretisch eine Expedition machen und uns ein bisschen von den Pinienholz holen. Obwohl, ich weiß gar nicht, haben wir da in der Nähe eine Stelle, wo die gewachsen sind? Muss ja, wir haben ja ein paar davon im Lager, daran kann ich mich noch erinnern. Aber woher haben wir die? Ja, an sich muss ich sagen, es gefällt mir langsam. Da noch eine Fackel dran. Ist das hier beleuchtet? Mehr oder weniger, das da oben gefällt mir immer noch so. So, dann haben wir die untere Etage fertig. Und da oben kommt dann ein schönes Schrägdach drauf zu beiden Seiten. Ja, und damit ist die Ecke dann auch schön ausgebaut. Ja, das hat was. Ich war am Anfang skeptisch, aber es hat was. Könnt ihr die ganze Scheiße auch einfach da liegen lassen, da wir sie ja eh noch zum Bauen brauchen. Nur mal kurz gucken. Nein, immer noch kein Internet. Das habe ich jetzt bei der letzten Folge total vergessen. Und dabei müsste der gute Rai eigentlich schon auf mich warten. Ich hätte ja versprochen, ihn heute ein paar Instanzen zu ziehen. Jetzt sitze ich hier ohne Internet und kann ihm nicht mal Bescheid geben. Rai ist übrigens momentan, man kann sagen, mein Schüler. Ich bilde ihn aus zum professionellen WoW-Spieler. Man könnte jetzt also sagen, ich bin selbst ein Gimp. Na gut, ja, ich sag mal, mit der Weltelite kann ich jetzt nicht mithalten. Aber ich halte mich schon für... Ey. Ey, rein da. Tür zu... Nein! Ey, vergesst es. Vergesst es, Tür zu... Oh, nein! Ey, seid ihr doof? Tür zu. Du da! Was bildest du dir ein? Naja, dann machen wir es so. So, und ich lasse dich jetzt in Ruhe. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf euch Schafe. Sie haben mich in meinen Stolz verletzt. Wie konnten sie mir das antun? Ich hätte übrigens mal wieder Lust auf eine richtige Höhlenerforschung. Und zwar haben wir jetzt ja die beiden Höhlen, wo wir eigentlich aktiv sind, ja fast fertig erforscht. Aber es muss doch irgendwo noch mehr Höhlen geben, ich meine... Die ganze Welt ist eine einzelne Höhle. Aber das machen wir nicht heute, denn heute gehen wir auf die Suche nach Holz. Und es hat aufgehört zu regnen und es scheint auch gerade hell zu werden. Oder es liegt daran, dass wir hier in der Wüste sind. Ist Tag? Ist Tag.
Na dann. Auf ins Abenteuer. Quatsch. Und wir müssen immer noch die Pyramide wieder abbauen, da wir sie jetzt ja nie zu Ende bauen werden. Und mit dem Sandstein irgendwie einen tollen Obelisken oder so bauen können. Den wir uns irgendwie in die Stadt stellen, so als Wahrzeichen, Andenken. Nicht mal eine Etage und da haben wir so viele Folgen Sand geerntet. Ah. Wir könnten hier übrigens mal irgendwie mit der Map... Gucken wir mal, dass wir hier eine gescheite Farbe kriegen. Ach, wir können den Regler auch benutzen. Ich hätte mir mal ein neues Schwert vormachen wollen, das hält auch nicht mehr sehr lange. Irgendwie vermisse ich diese alte Weltgenerierung von Pre-1.8. Dieses 1.7.3-System, was wir hier auch haben. Irgendwie, ich weiß nicht, die Welten... Okay, die Biome waren kleiner an sich. Dafür war die Welt an sich bunter. Wenn man heute mal guckt, so ein Schneebiom, das ist ja schon groß. Oder auch eine Wüste. Hier hatte man richtig so die kleinen Wüstenzapfen, dann daneben das Grünzeug. Hier unser UFO-förmiger Berg, wo man nicht hochkommt. Da vorne ist Sand dran, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Naja. Da oben hat ein Enderman einen Stein, einen Erdblock draufgelegt. Oder schwebt er in der Luft? Ja, schwebt in der Luft. Wird es jetzt dunkel? Das war doch gerade erst hell. Nee, jedenfalls irgendwie fehlen halt doch diese... Diese Farbenfrohheit auf engstem Raum. Eine BVB-Spinne tötet sie. Hui. Da haben wir das perfekte Wetter zum Wandern ausgesucht. Wir könnten theoretisch, wenn wir in die Ecke gehen hier... Mal gucken, ob wir unser altes Schaf wiederkriegen. Hier, Voltilam. Das haben wir ja schon lange nicht mehr besucht. Jetzt eine schöne, fröhliche Wandermusik, bitte. Die ist nicht fröhlich, oder? Nein, nicht fröhlich. Traurig. Bisschen wenig Essen haben wir auch dabei. Ist das eigentlich Kuh oder Schwein? Schwein ist es. Zombie! Alter Kumpel, komm mal her. Lass uns mal quatschen. Lol. Siehst aber nicht gerade fröhlich aus. Quieper, alte Socke. Du Schlumpf, du. Du grüner Schlumpf. Nein, tot ist er. Der alte Schlumpf. Vorsicht. Haben wir da. Komm mal drin. Wir laufen an diesem Biombruch entlang und gucken uns den blauen Quieper an. Irgendwann müssen wir wirklich mal eine riesige TNT-Explosion mit unserem ganzen Schießpulver machen. Vorsicht. Viel Vorsicht. War das jetzt... Oh, Scheiße! Ey! Boah! Da hat uns der Blitz zusammen mit dem Creeper getroffen. Dafür musst du jetzt sterben, du Schwein. Nö, es ist weggelaufen. Ach, da ist es hier. Nee, aber habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich meine... Was ein Zufall. Das ist übrigens der erste
Hyper-Creeper, den ich überhaupt sehe. Eigentlich hätten wir ihn explodieren lassen müssen. Oh, für das Fleisch, was wir essen, gleich mal neues Fleisch nehmen. Schaf kann man nie zu wenig haben. Oh, Endermännchen. Oh, Enderperle. Inzwischen bin ich gut im Enderman-Jagen. Da vorne ist Schnee, vielleicht finden wir da was. Oh, ist das süß. Oh, ist das tot. Ja, ich glaube, hier finden wir eher nichts, außer einen weiteren Biom. Boah, ist der krass hier. Denk das an. In der Ecke hier, da müsste... Ich mag eigentlich diese Biombrüche sehr gern sogar. Schaf. Creeper kommt nicht. Ah, und jetzt muss ich mich bei Twilly entschuldigen, weil ich vergessen habe, seine Textur rauszunehmen. Er bestand jetzt noch drauf, dass ich die nicht mehr im Texture-Pack habe. Sorry, Twilly, tut mir leid. Zur nächsten Aufnahme nehme ich sie raus, aber wir haben dein Gesicht jetzt ja gar nicht gesehen. Wir haben nur von hinten dein Ringelschwänzchen gesehen. Ist übrigens alles 1:1 abfotografiert, also auch das Ringelschwänzchen. Das hat er wirklich. Andere lassen sich ein Piercing dran operieren, Twilly ein Ringelschwänzchen. Oh mein Gott, bis zum nächsten Mal ist es dann raus und... Nein, hier ist, glaube ich, ein Sumpf und da ist ein Baum, der halb in der Luft steht. Aha. Interessant. Besonders mit dem Eis, das ist... Hier ist ja gar kein Eis, das ist Wasser. Ein Sumpf quasi, der jetzt zum Schneebiom wird. Schade, um den ganzen Lehm, den wir so nicht kriegen. Ah, es hat aufgehört. Das heißt, jetzt gibt es auch keine Mega-Creeper mehr. Schade eigentlich. Ich fand ihn lustig. Aber hey, die Chancen in Minecraft stehen 1:1.000.000, dass man vom Blitz getroffen wird. Vielleicht schaffe ich es im RL ja auch mal irgendwann. Ich kriege gerade die Entwarnung, mein Internet geht wieder. Das heißt, sobald wir von dieser Reise zurück sind, werde ich dann wohl auch mal das Aufnehmen für heute sein lassen und mich an den Fröhlichkeiten des modernen Internetlebens erfreuen. Ich kann jetzt wieder auf Facebook meine Nachrichten lesen, wo ich ja Facebook habe, also das wissen ja alle. Nein, ich habe es nicht, ich hasse Facebook. Werde mir es allerdings doch anlegen, allein allerdings aus geschäftlichen Gründen. Private Daten über mich werdet ihr in Facebook nicht kriegen. Denn mein Privatleben, so wenig wie es auch ist, bleibt allein mir überlassen. Ich werde wohl Facebook nur benutzen, um meine Projekte zu promoten. Aber das war's dann auch. Eventuell vielleicht noch, um vielleicht ein paar Erfolge aus WoW oder so weiterzugeben. Das fehlt ja so ein bisschen, so dass diese ganzen riesigen Online-Games... Ah, da vorne sind ja endlich die Bäume. Oh, nee, du bist ein Schaf. Nein, du bist meine Katze. Sei ruhig da. Was ist da? Ach, der Nachbarskater wieder? Oh, hast du den Nachbarskater gefunden? Ja, Tilly ist zurzeit etwas rollig und... Und hängt oft am Fenster und wartet, dass sie den Nachbarkater sieht. Ja, ja, ist ja gut. Haben dich ja alle lieb. Auch die Zuschauer haben dich alle lieb. Du bist eine tolle Katze. Ja, streichel, streichel, streichel. So, und jetzt hau ab. Ah, wo fangen wir denn da am besten an? Der Kleine da. Nein, du musst jetzt hier nicht auf der Tastatur rumtanzen. Du machst nachher noch die Aufnahme kaputt. So, ich vertreib kurz die Katze. Bis zur nächsten Folge.